Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, 15. Oktober. Wir wollen uns wieder den Markt anschauen und hierbei speziell den Runner der laufenden Woche begutachten. Bereits in der oder am Vortag und auch in der Vorwoche schoss der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, auch Kiwi genannt, hier steil empor. Und das ist durchaus ein Grund, den wir jetzt mal hier noch mehr an den Fokus nehmen müssen. Schauen wir mal hier zunächst auf die Woche, auf das große Bild. Da wird deutlich, dass wir hier nahezu punktuell an einer Unterstützungszone 0,6250 abgeprallt sind. Dieses Level ergibt sich hier aus den Tiefs des Jahres 2009. Hier gab es eben eine Zone, die nach dem ersten Kontermanöver der Bullen hier dann sozusagen in einer Konsolidierung endete. Also Sie sehen hier diesen Ausverkauf zur Finanzmarktkrise, dann hier die Reaktion nach oben. Schöne ABCD-Formation, dann hier Konsolidierung und Ausbruch nach oben und in dieser Konsolidierungszone eben hier um 0,62 zu 0,6250 roundabout haben wir hier genau wieder eine Unterstützung gefunden. Dieses Level diente hier während des Augusts und auch Septembers zur Stabilisierung. Ja, und spekulativ hätte, Schrägstrich, konnte man hier bereits bei Preisen über 0,65 einen Long wagen. Allerdings ganz klar vor dem Hintergrund einer möglichen Kontertrendbewegung, denn der übergeordnete Trend war, Schrägstrich, ist sehr scharf gewesen. Dennoch gab es hier mit Einstieg über 0,65 direkt in der Vorwoche, das hier die Vorwochen-Candle, ein starkes Manöver hier auch in die vorgeschaltete Unterstützungszone 0,6575. Dieses Level hatten wir auch schon mehrfach benannt, hier aus dem Jahr 2010 und ebenfalls 2009 herrührend. Und dieses Niveau wurde förmlich überrannt in der Vorwoche. Und jetzt sahen wir hier mit Wochenbeginn, Sie sehen es, eine erstmal verhaltene Auftaktskerze, Schrägstrich Auftaktsbewegung, um dann in der Folge hier ein richtig starkes Manöver gen Norden zu starten. Und das hier ist sicherlich sehr, sehr eindrucksvoll, was passiert ist. Denn bislang hat der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar hier weitaus mehr zugelegt, als er das in der Vergangenheit getan hat. Die Candle, auch die aktuelle Wochencandle, ist hier schon sehr, sehr stark ausgeprägt. Und just vorhin haben wir wieder ein neues Mehrwochenhoch gemacht und dabei auch die Average Daily Range ausgeschöpft sozusagen. Das schauen wir uns dann aber gleich mal im Detail an. Gehen wir nämlich mal hier jetzt von der Woche in den Tag und da wird deutlich, dass wir hier zum Auftakt recht verhalten hier an diesem Widerstand waren. Sehr schöne Widerstandszone hier im Bereich 0,6740. Da ging es dann am Dienstag erstmal ein Stück weit runter, aber die Konsolidierung wurde direkt wieder aufgefangen mit dieser gestrigen Kerze am Abend und in der Nacht dann auch nochmal hier wieder Druck seitens der Bullen, schwacher US-Dollar hier im Sinne des Beigebooks am Abend, 20 Uhr gestern und dann über die Nacht hin der Neuseeland-Dollar wieder in Topform. Und heute knüpft sich das hier direkt weiter an und Sie sehen hier im Tagesschart, wenn ich mich rausscrolle, es gibt eigentlich mit Blick auf die kommenden Tage, außer den EMA 200, hier nicht wirklich markante Widerstandsbereiche. Die tauchen erst hier bei 0,71, 0,72 rund auf. Das hier ist eine Zone, wo man, wenn man sich mal ein Stück weit rauscrollt, hier durchaus erlauben darf, hier ein Widerstandslevel zu deklarieren. Ich nehme direkt mal hier den Balken oben weg und mache hier unten den frischen Balken rein, also 0,71 50, 0,71 80. Das hier ist schon mal eine sehr, sehr markante Zone und mit Verlaub, dieses Level mag der Neuseeland-Dollar durchaus anstreben. Es scheint so, als hätten wir hier dieses Potenzial auf der Oberseite. Die Bullen sind hier intakt, wenn es denn jetzt hier zu einem Pullback kommen sollte, was aufgrund der starken Bewegung aber nicht zwingend sein muss. Denn wenn wir auch hier sozusagen eine ABCD-Bewegung unterstellen, dann könnte sich hier auch relativ zügig mit diesem Auftrieb hier kurze Konsolidierung jetzt direkt der nächste Aufwärtsschub darstellen, der praktisch hier in diesem Ausmaß so sich gestalten könnte. Und Sie sehen, dann dürfte es hier mit, wenn überhaupt, marginal zwischengeschalteten Konsolidierungen nach oben gehen. Diese bot hier der Neuseeland-Dollar immer wieder. Wenn wir uns jetzt hier mal vom Tagesschart in den Stundenchart begeben, sehen wir hier diese schönen Bewegungen. Joe Ross lässt hier grüßen, beziehungsweise auch die Markttechnik. Er freut sich hier bei so einem starken, sauberen Trend sicherlich großer Beliebtheit. Hier auch dieses Support-Level, was jetzt hier auch als markant gelten darf, gelten muss, gerade mit Blick auf die Stunde und auf das größere Zeitbild, wäre der Neuseeland-Dollar jetzt hier mit Rückfall unter 0,6740 und Aufgabe dieser Unterstützung jetzt hier sicherlich bärisch zu sehen, ist aber nicht der Fall. Der Markt strebt hier nach oben und es sieht wirklich gut aus, als würde es hier weitere Zugewinne geben
können. Warten wir mal ab, was passiert. Schlussendlich der Markt hier in einem sehr, sehr bullischen Umfeld und insofern deuten sich hier weitere Gewinne an. Und schwächer scheint hier in jedem Fall kaufenswert. Das mal als Statement schlechthin. Warten wir mal ab, was der Markt denn dann hier noch draus macht. Grundsätzlich mit Blick auf den Stundenchart, wie gesagt, haben wir jetzt hier schon die True Range ausgeschöpft. Rücksetzer hier im Sinne zum gestrigen Tageshoch könnten hier als Long-Chancen dienen. Das darf man durchaus unterstellen. Von daher gehen wir mal in den Chart des MetaTraders und hier M15. Da sehen wir hier die Asia Range, hier den Ausbruch aus der Asia Range, hier just die letzte 15 Minuten Kerze und hier wurde die Average Range ausgeschöpft. Hier mit dem Schnitt letzten 14 Tage 81 Pips, wir sind aktuell schon 91 gelaufen. Das muss nichts heißen, gestern Neuseeland-Dollar Obacht geben, hier gab es direkt mal eine Performance von, und das ist schon lange her gewesen, dass es das gab, von 179 Pips. Also gestern hier diese Bewegung, das ist der gestrige Handelstag, 179 Pips, sowas hat der Neuseeland-Dollar schon lange nicht mehr gesehen, aber das hat er wie gesagt da geboten am gestrigen Handelstag und natürlich könnte auch so eine Performance heute kommen, obgleich natürlich jetzt im Sinne der ausgeschöpften Range und der vorangegangenen starken Bewegung, je höher natürlich das Ganze nach oben geht, desto höher auch desto höher auch hier die Risiken, natürlich eine Gegenbewegung einzufangen, denn sie dürfen nie den Gummibandeffekt geben, was hoch steigt. Das kann auch wieder schnell fallen, nicht in einer Korrektur, aber in einer Gegenbewegung. Und insofern mal den Neuseeland-Dollar weiter beobachten. Der ist auf jeden Fall auf Swing-Trading-Basis interessant. Wie gesagt, 0,71, 50, 0,72 ist hier das nächste Ziellevel. Und vom aktuellen Niveau ausgehend versprechen sich dann noch einige 100 Pips, die man durchaus mitnehmen kann. Intraday haben wir hier eine sehr intakte Trendbewegung, die hier auch weiter intakt bleibt. Das heißt, höhere Hochs wechseln sich hier mit höheren Tiefpunkten ab. Und da wir jetzt eben just ein neues Verlaufshoch, mehr Wochenhoch, mehr Tageshoch gesehen haben, wären hier temporäre Rücksetzer, gegebenenfalls hier an den Hochpunkt der Asia Range, das ist hier exakt das Level 0,6846, durchaus als Kaufgelegenheiten anzusehen. Gut, schauen wir noch kurz auf die Saisonalität, die haben wir sicherlich am Anfang schon drin gehabt, die zeige ich Ihnen nochmal. Heißt hier ein Stück weit ruhiger Auftakt, jetzt erstmal bis in den Oktober hinein, bis zum Ende des Oktobers vielmehr, dann aber hier ab Oktober, den letzten Oktobertagen, speziell November, geht hier die Party nach oben los und das können wir direkt auch nochmal ein Stück weit ausdehnen vom Zeithorizont. Das heißt, hier haben wir auch saisonal ganz klaren Rückenwind. Wenn wir den Tageschart betrachten und auch die Saisonalität, dann läuft das hier Hand in Hand sozusagen und das sieht hier wirklich sehr gut aus, als dass der Neuseeland-Dollar hier Potenzial hat, locker bis in den Bereich 0,7150, 0,72 noch anzusteigen. Beobacht, wenn es zu sicher scheint, muss man immer vorsichtig sein, aber vergessen Sie nie, der Forex-Markt ist ein Trendmarkt. Wenn Trends laufen, dann gehen die wie zuvor hier ganz stark eben in eine Richtung und jetzt hatten wir einen starken Abverkauf monatelang gesehen, jetzt hier möglicherweise eine starke Konterbewegung, die hier ihren Einzug erst zu finden scheint. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Der Kiwi, Neuseeland-Dollar, US-Dollar, auf jeden Fall einen Blick wert. Und insofern mal sehen, was wir uns morgen noch anschauen werden. Überdies, der Austral-Dollar ist sicher nicht minder interessant. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Handelstag, viel Erfolg bei allem, was Sie machen. Und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.